Die Vollstreckung des Restes der Strafe kann nunmehr zur Bewährung ausgesetzt werden, da jetzt dies unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit verantwortet werden kann. Servus und hallo bei Nord, another Dope Show. Eins vorweg, wahrscheinlich nuschle ich noch ein bisschen und ich habe immer noch die Optik von einem Vampir, weil ich halt immer noch ein Provisorium tragen muss. Ja. So, heute geht es mir mal um meine Bewährungsauflagen aus dem Jahre 2000, die mich 3 Jahre lang beglitten haben. Die Zuschauer von euch, die mich ja schon länger verfolgen, die wissen ja, dass ich in Berlin lebe, und zwar seit 1999. Das heißt, die Bewährungsauflagen, die mich da erreicht haben, sind eigentlich für Berlin gedacht, dachte ich. So. Da fange ich mal an mit dem einen. Das ist so der Hammer. Amtsgericht München. Die Vollstreckung des Strafrestes, der gegen den Verurteilten Ernst Schmidbauer durch das Urteil des Amtsgerichts München vom 25.04.1991 Geschäftsnummer Labelida erkannten Strafe von 7 Monaten wird zur Bewährung ausgesetzt. 7 Monate, lächerlich eigentlich, heißt. Bewährungszeit beträgt 3 Jahre. Das heißt, innerhalb von diesen 3 Jahren, wenn ich was mache, würde ich ohne Ansage 7 Monate absitzen müssen, wenn ich es nicht wieder auf Bewährung kriegen würde. Und jetzt kommen die Anweisungen. Sogleich feste Wohnung zu nehmen und sich um die Aufnahme einer geregelten Arbeit zu bemühen. Also was eigentlich jeder normale Mensch tun sollte. Sehe ich auch so. Zweitens. Seine Wohnsitzbegründung binnen einer Woche dem Gericht unter der obigen Geschäftsnummer mitzuteilen, sowie die Arbeitsplatzbegründung und jeden späteren Wohnungs- oder Arbeitsplatzwechsel binnen 2 Wochen dem Gericht nachzuweisen. Drittens. Sich im Rahmen der Bewährung unregelmäßigen Drogenscreening und/oder Haaruntersuchungen auf eigene Kosten auf Anforderungen des Gerichts oder des Bewährungshelfers zu unterziehen. Auf eigene Kosten. Viertens, sich jeglichen Konsum illegaler Drogen zu enthalten, es sei denn bei entsprechender Indikation auf ärztliche Anordnung. Fünftens, den Bereich des Englischen Gartens südlich des Mittleren Rings zu meiden. Ich lebe in Berlin, warum kriege ich eine Anweisung, den Englischen Garten in München zu meiden? Sechstens, im Bereich der Landeshauptstadt München in den Auf- und Abgängen sowie den Zwischengeschossen der U- und S-Bahnhöfe nicht zu verweilen, sondern diese nur auf dem direkten Wege von der Straße zum Bahnsteig bzw. zurück zu durchqueren. Ich lebe in Berlin, warum sollte in München... Siebtens, kein Asylbewerberheim in München zu betreten. Okay, aber all die anderen, Nürnberg wäre okay gewesen, schon wieder Augsburg auch. Nur in München nicht. Der Verurteilte wird einem Bewährungshelfer unterstellt. Okay, das ist okay. Jetzt kommen die Gründe. Mit Verfügung vom 11.08.99 hat die Staatsanwaltschaft München 1 die weitere Vollstreckung des Restes der Strafe von 7 Monaten auf dem Urteil des Amtsgerichts München mit Zustimmung des Gerichts ab dem 24.08.99 für die Dauer von nächstens 2 Jahren gemäß § 35 zur Behandlung der Verurteilten der Therapieeinrichtung zurückgestellt. Mit Beschluss vom 27.07. hat das Gericht angeordnet, dass die von den Verurteilten der Therapieeinrichtung verbrachte Zeit angerechnet wird. Die Vollstreckung des Restes der Strafe kann nunmehr zur Bewährung ausgesetzt werden, da jetzt dies unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit verantwortet werden kann. Inwieweit ich die Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit überhaupt verletzt habe mit meinen Taten, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Gell?
Also ich bin der Meinung, man tut die Sicherheitsinteressen allgemein nicht irgendwie beeinträchtigen, wenn man an bereits abhängige Leute Drogen verkauft. So, die Therapieeinrichtung hält die Behandlung des Verurteilten für abgeschlossen, sodass eine günstige Zukunftsprognose gestellt werden kann. Der Vollzug des Strafrestes erscheint deshalb nicht mehr erforderlich. Und dann kommt es nur noch ein Vermerk. So. Ich bitte den Verurteilten im Falle der Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung über die Bedeutung der Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung, bla 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 bla. Also da wird einfach nur erklärt, dass, wenn du dich widersetzt, kommst du gleich rein. Ich habe tatsächlich auch dauernd Urinkontrollen abgeben müssen. Die ersten musste ich bezahlen, die restlichen, da haben wir dann ein bisschen Dückserei gefunden, wo ich bei einer Methadonpraxis Urinkontrollen abgeben habe können. Und das Ergebnis war ja amtliches Ergebnis und das wurde dann anerkannt und ich musste es nicht bezahlen. Das hat dann Berlin übernommen. Das finde ich dann schon ein feiner Zug gewesen, Meister. So, und bei Stammwerk. Ja, Bewährungszeit 4 Jahre, die haben wir gleich 4 gegeben und den Rest von diesen 3 Jahren halt eben. Ne? Ein Jahr davon habe ich abgesetzt und dann waren dann noch 2 Jahre und die hatte ich dann auf 4. Und das lasse ich immer noch eingehen. 2 Jahre auf 4, das ist ja. Und die haben wir nur angewiesen, keine Betäubungsmittel im Sinne des BTMG zu konsumieren, sich auf Weisung des Gerichts oder Bewährungshelfers bis zu 4-mal jährlich auf eigene Kosten Urinkontrollen und Haarproben auf etwaigen Betäubungsmittelkonsum zu unterziehen und die Fortbildung für Lager und Transport, die habe ich damals angefangen gehabt, fortzuführen, dies mit Gericht nachzuweisen und sich nach Abschluss um die Aufnahme einer geregelten Arbeit zu bemühen. Gründe eigentlich genau die gleichen und dann auch dieser Quatsch mit der Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit. Alter, hey. Also, ich glaube, dass es eine Sachbearbeitergeschichte am Ende nur noch ist und dass eigentlich wir mal in Deutschland unsere Strafrechtsgeschichte immer genauer unter die Lupe nehmen und das ein bisschen gerechter machen. Weil es kann nicht sein, dass jemand, der Kinderpornografie besitzt, wie so ein Fußballer vor kurzem erst wieder, da nur Geldstrafe rauskommt und sonst nicht viel passiert. Dem muss doch bewusst gewesen sein in der heutigen Zeit, dass wenn man so etwas besitzt und weitergibt auch noch so wie er, dass man damit solche Taten fördert. Und ein Kindesmissbrauch, Alter, ey, ist eine ganz andere Hausnummer als ein Joint oder Nasekoks. Ich habe damals Koks geschmuggelt. Ja? Und dass da ein Staatsanwalt, die mir da so einen Hammer drauf gegeben haben, weil ich einen 17-jährigen Hasch verkauft habe für 50 Mark, 5 Gramm, für seinen 18. Geburtstag. Das sollte dafür sein. Sowas besprochen gewesen. Er hat was verkauft davon, der Trottel. Agentenmäßiger beim Fahrradständer in Starnberg, nee, im Hersching, am S-Bahnhof, am Fahrradständer. Da hat er sich mit einem getroffen, macht dann auf geheim und Polizei sieht es. Dann haben sie mitgenommen und er hat mich sofort verpfiffen. Und ich habe damals Hasch verkauft, damit ich mir meine Heroinsucht habe finanzieren können. Ich wollte keine harten Drogen verkaufen, weil ich wusste, was das mit Leuten macht. Und trotzdem interessiert das halt den Gesetzgeber auch gar nicht, gell? Jetzt kriege ich da 3 Jahre, erst hat er mal 4 gegeben. Ich habe echt lange gekämpft, damit ich runterkomme auf 3 und dass ich dann von diesen 3 Jahren nach einem Jahr auf Therapie abgehen kann. Es war ein richtig harter Kampf, weil das halt die Staatsanwaltschaft und die Gerichtsbarkeiten alles überhaupt nicht interessiert, was mit einem Menschen ist, warum einer sowas macht und die Gründe, das interessiert nicht. Die Rehabilitation. Die sie da so nach ihrer komischen Leitlinie wahrscheinlich auch machen. Das heißt, du kriegst Besuch nach bestimmten Regeln, du darfst nach einer bestimmten verbüßten Zeit dich nach außen orientieren, darfst Heimaturlaub machen und sowas. Das dürfen aber Betäubungsmitteltäter gar nicht. In Bayern zumindest nicht. Die dürfen das alles nicht, weil sie Angst haben, dass sie sofort. Die wissen auch, das ist auch so, die meisten werden rückfällig oder versuchen was reinzuschmuggeln. Das ist halt normal auch so. Wenn man halt süchtig bleibt. Nun wird er bloß vom Markt genommen. Im Knast gibt es trotzdem was. Also am Ende wird niemand irgendwie geschützt vor irgendwas. Es wird im Gegenteil
Seit man Betäubungsmitteltäter einsperrt, gibt es im Gefängnis ein Drogenproblem. Da werden Leute, die kommen ins Gefängnis, clean, haben noch nie irgendwas Illegales in ihrem Leben konsumiert. Bier trunken halt viel und Zigaretten rauchen. Und dann kommen die mit einem Junkie auf Zelle, der auch noch was hat. Glaubt ihr nicht, dass der neugierig wird und sagt, hey, lass uns mal probieren? Und dann kriegt er mit, hey, wenn ich der Folie zweimal gezogen habe, hey, dann kriege ich nichts mehr mit von dem Knast-Scheiß da. Das ist dann wie Urlaub vom Knast. Das macht der. Er gibt alles, dass er es das wiederkriegt. Selbstverständlich. LSD geht nicht so gut im Knast, kann ich gleich sagen. Das ist nicht so toll, wenn du so drin sitzt und dann die Wände immer näher kommen und du bist ja eigentlich im Gefängnis und hast da überhaupt keinen Bock drauf. Aber eines muss einfach mal klar sein. Wir sperren die Leute doch ein, weil wir gerne möchten, dass man erstens die Allgemeinheit geschützt wird vor Gewalttätern und vor Einbrecher und vor Mörder und Schläger und Räuber und weiß ich nicht, was es alles gibt, was halt anderen Leuten Schaden zufügt. Kapisch? Wir wollen aber doch, wenn die rauskommen, dass sie nicht wieder von vorne anfangen. Meiner Meinung nach ist der Schritt, dass man im Gefängnis eine Ausbildung machen kann, schon mal nicht schlecht. Das ist super. Aber man muss die Leute auch therapieren. Ich bin mir sicher, dass da einige drin sitzen, die gerne mal jemanden klein auf die Nuss hauen, aber in Wahrheit ADHS haben oder sowas und das bloß nicht wissen. Wenn man da mehr mit Psychologen und so weiter rangeht und viel mehr mit Therapie arbeiten würde und mit Bildung, sodass die auch Menschen auch eine Chance haben nach dem Knast, dass arbeiten gehen können und Geld verdienen können, dass gar nicht mehr der Anreiz da ist. Und die anderen, die psychischen Schaden haben, die kann man vielleicht auch therapieren oder kann man dann auch mit Medikamenten oder so weiter behandeln, sodass die Menschen halt nicht mehr so sind, dass sie halt andere aus irgendwelchen Gründen auch immer Gründen ins Maul hauen. Und bei den Drogenleuten muss man einfach mal aufhören, sich unter Zwang zu setzen mit dem Strafrecht. Strafrecht. Du bestrafst jemanden, weil er eine Substanz konsumiert hat. Laut unserem Grundgesetz ist das nicht verboten. Ja? Persönliche Entfaltung. Ich darf machen, was ich will, solange ich niemand anderen Schaden zufüge. Solange ich niemanden anderen schade. Ich darf meinen Arm abhacken. Das heißt, da, wenn ich es mache, komme ich nicht in den Knast, ich kriege keine Strafe, nichts. Ich muss das natürlich selber zahlen, diesen Einsatz wahrscheinlich. Wird die AOK das nicht übernehmen, weil ich AOK versichert bin. Die werden das wahrscheinlich nicht übernehmen, wenn ich meinen Arm abhacke. Aber wenn ich sage, es war ein Unfall, dann würden sie es wahrscheinlich zahlen. Heißt, ich habe niemand anders außer mir geschadet. Und genauso verhält sich das mit dem Drogenkonsum. Also, ich habe jetzt nicht das Recht darauf, mich zu berauschen. Im Gegenteil, laut unser Strafrecht ist es sogar verboten, sich vorsätzlichen Vollrausch auszusetzen, also sich mit Alkohol so voll zu laufen zu lassen, dass man nicht mehr zurechnungsfähig ist. Da gibt es eigentlich eine Geldbuße dafür. Steht drinnen, kannst du nachlesen. Aber im Grundgesetz steht drin, dass ich mich halt in meinen vier Wänden oder wo auch immer mich so verhalten darf, wie ich das für richtig halte. Ich bin frei, ich darf machen, was ich will. Also, dann finde ich schon hardcore, dass man hergeht und sagt, du kriegst jetzt aber eine Weisung vom Gericht, du darfst das nicht mehr tun. Zumindest nicht für so eine bestimmte Zeit. In der Zeit muss sich jemand, der nicht aufhören will, quälen. Das ist halt also. Ich habe es probiert mit dem Bier. Ich vertrage das nicht, ich mag das nicht, mir gefällt das nicht. Ich mag die Wirkung vom Alkohol einfach nicht. Dieses Enthemmte und Laude. Gerade, also wenn man nicht viel trinkt oder wenn man nur selten was trinkt, ist das alles oder wirkt das auch so. Man wird ein bisschen lustig, man wird ein bisschen enthemmter, man wird ein bisschen lauter. Ne? Es kann aber auch ganz schnell kippen, dass man aggressiv wird. Ich bin jetzt keiner, der aggressiv wird. Ich hasse, verabscheue Gewalt, weil das immer was mit Zwang zu tun hat und ich hasse Zwang. Ich komme gar nicht drauf klar, wenn jemand den anderen zwingen möchte zu irgendwas. Aber das ist ja jetzt draußen mal. Müsst ihr jetzt einen Aluhut auspacken noch? Nee, das machen wir ein anderes Mal. Da machen wir eine extra Sendung zum Aluhut-Thema.
Aber ihr versteht es, glaube ich, was ich sagen will, oder? Das sind doch obskure Anweisungen gewesen, wo das Gericht genau gewusst hat, der Mann geht nach Berlin. Da hätten sie eigentlich nachfragen müssen, wo in Berlin sind die Drogen-Hotspots, und dann hätten sie mal verbieten müssen, dahin zu gehen. Görli, Kotti, Hasenheide, heißt Frankfurter Leder, also die Gegend. Das sind da sehr viele, die alles Mögliche verkaufen. Schon 1999 war das so in der Therapieeinrichtung hier bei Notrags, haben sie mich davor gewarnt. Ich sage, passt auf, hey, da überall geht's ab. Und es war auch so, überall ging es ab, aber es hat mich halt nicht interessiert. Deswegen habe ich nicht so das Auge dafür gehabt. Aber Tatsache ist, dass das hier, obwohl es gut gemeint war, einfach nur so, Copy- und Paste-Geschichten waren. Wahrscheinlich war schon abgetippt, aber eigentlich, warum weist bei mir so ein Schmarrn an? Ja? Und nicht auf meine Person zugeschnitten. Da merkt man doch, dass das alles nicht ganz wirklich ganz koscher ist, dass das immer so schnell abarbeiten ist. Die haben damals einfach schnell die Abhängigen versucht, von den Straßen zu holen, mit kleinen Straftaten, mit allen möglichen, haben sie es erst einmal in Urhaft gesteckt, damit sie entgiften müssen. Zwangsentgiften, so. Und dann, wenn du zu lange genug in der U-Haft bist, dann wärst du ja auch so, denkst du mal drüber nach, vielleicht durch Therapie und alles. Ich habe da aufgrund der U-Haft der ersten, meine erste Therapie gemacht. Das war der Grund, dass ich nicht in den Knast wollte. Ich war draus. Ja? Deswegen hat es nach der Therapie auch nicht lange gedauert, dass ich rückfällig geworden bin. Das war eigentlich klar, weil ich nicht wollte. Erst als ich gesagt habe, ich will, da wollten sie aber mich nicht mehr lassen. Wo ich eigentlich so weit war. Von mir aus. Aus dem Inneren heraus. Wo ich meine Persönlichkeit gesagt habe, so, jetzt ist genug. Ich bin alt genug. Ja, jetzt habe ich genug Scheiße gemacht. Ich habe genug erlebt. Ich habe genug Leute gesehen, die es echt extrem übertrieben haben. Ich bin selber oft genug so kurz vor der Klippe gewesen. Es reicht jetzt. Jetzt mag ich nicht mehr. Ja? Und dann kommt der Staatsanwalt an und sagt, nichts da. Spezi, du gehst in den Knast. Was ist denn das da für ein Gefühl? Wieso sollte man da überhaupt noch irgendeinen Respekt vor irgendwelchen Leuten haben, wenn du dann so komische Anweisungen kriegst? Da ging es nicht mehr darum, einen Menschen zu rehabilitieren. Da ging es nur darum, jemanden eine reinzuwürgen und möglichst es schwer zu machen, da sich zu rehabilitieren. Also sie haben es mir echt erschwert, mit Absicht. Und da frage ich mich, ob das die richtigen Denker sind, ob die das richtige Denken haben für diese Art von Arbeit. Ja. So Leute, das war's für heute.